Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Hong Reacts. Und zwar ist das hier das erste Event in Pokémon Go, das Halloween-Event gewesen. Das ist Folge 1 vom Halloween-Special. Drück mal auf Start. Bam. Richtig so Trainer-Tipp-Style mit diesem schnellen Hin und Her. Hätte wahrscheinlich noch schneller gehen können. Alter, was geht ab, Leute? Alter, Fortnite-Werbung. Hab's gesehen. Ups. So, ich hab aus Versehen auf groß gemacht, alles geladen. Als ich die Fortnite-Werbung weggeklickt habe. Geht gleich los. Ich treffe mich mit den Jungs. Genau. Heute fängt diese Halloween. Das erste Event Halloween Special, das war jetzt vor. Ob wir alle Tage. Fast zwei Jahren. 23 Monaten. Spielen werden oder können. Oktober 2016. Ich hoffe, dass wir alles filmen können. Jetzt einfach September 2016. 2018. Mal schauen, was wir so machen werden. Wir werden uns heute jetzt später beim Bordeaux-Platz treffen erstmal und dann checken wir die Lage. Plan, was wir die nächsten paar Tage so machen. Ja, damals war ich nicht so informiert. Ja, und dann schauen wir mal. Deswegen kam das Event aus dem Nichts sehr überraschend. Oh mein Gott, Mann. Hier ist es gab auch nicht diese Ingame Benachrichtigungen. Mann. Der Bade spielt heute. Alle am Start. Alle sind am Start. Alle sind am Start. Die wichtig sind. Also dort ist alles am Start. Hello, wie geht's wohl ab, Mann, Leute? Oh mein Gott. Es war auch doppelt Bombe. Ich bin nur noch am Eierausschnitt, Leute. Das ist fest. Ich glaube, ich muss den Tati machen. Der Hype war wieder da. Es war Kette geworden. Oh mein Gott, Mann, dann hab ich schon weniger Spieler, aber das Event. Geh mal heftig durch, oder? Aber echt, wieso bleiben alle stehen? Was geht's? Bisschen. Ich sehe, spawnen trotzdem nur die ganzen. Bisschen hier farmen. Bisschen Action. Bisschen. Grinding. Und den Song vorspulen. Anders. Oder Sternstaub, wovon du so doppelt kriegst. Also, ich glaube, Bonbons oder Sternstaub werden sie schon beibehalten, dass du doppelt kriegst. Sternstaub ja auch. Ja. Wir haben hier Vasili. Nichts gegen Vasili, aber der hatte echt keinen Plan. Seine Theorie, das waren für immer, ab diesem Event für immer, doppelt Bonbons. Er hat immer noch nur grüne Eier. Ja. Es gibt so verschiedene Eier. Was soll ich sagen, Vasili? Lila ist so 10 Kilometer. Aber du kriegst schon doppelt für die Pokémon. Ja, ja, das krieg ich schon. Ja, das ist was anderes. Das ist ja nicht verhandelt im Update. Doch, ich musste heute nochmal aktualisieren fürs Update. Weißt du, was nicht geht? Go Plus geht nicht, gell? Oh yes, baby. Du hast immer Probleme. Aber kein Doppel. Muss wieder weitergehen, so wie immer. Oh yes, Gratini, Doppelbonbon. Das haut schon rein. Oh mein Gott. Alter. Die mir immer am Leiden. Kein Wunder, ist auch der Erfinder des Leidens. Die Jungs sind nicht begeistert. Die Jungs sind nie begeistert. Tot, Mann. Wir überlegen schon die ganze Zeit, wo wir sonst noch hingehen können. Ja, die Sache war, es kann halt nur Event-Spawns aus oh dem. Oh mein Gott, was hättest du mich, mal? Das war das erste Doppelbombung-Event. Du bist immer gehatet. Das sollten wir natürlich nutzen und krass Sachen machen. Aber es kennt doch mal ganz ruhig, wo es so. Ey, noch hab ich doch geguckt? Dann schau doch mit dir zusammen. Nein, ich meine, ist jetzt nur Hofgartengut, oder? Alex mit seinen illegalen Apps. Ja, am Marienplatz. Kein Wunder, dass er ständig die schwarze Nacht bekommt. 4 Minuten schaffen wir das. Ich mach einen auf Sanguko, oder? Du musst erstmal einen dort kennen. Musst du jemanden haben, der dort ist, den du kennst. Kein Problem, Alter. Ich weiß nicht, wie die Attacke funktioniert. Das ist eine Technik, oder? Das ist eine Attacke, Alter. Technik ist eine Technik. Oh mein Gott, Dimi. Ja, aber keine Attacke. Dimi, du weißt Bescheid. Was machen wir jetzt, Jungs? Tati hatet dich jetzt beide unrecht, Alter, aber. Ja, wir schauen gerade. Jungs, überlegen noch, währenddessen fahre ich weiter, weil ich krass sein will. Im Gegensatz zu denen hier, die echt abgestürzt sind. Diese warte, du bringst mal nicht ins Bild, Alter. Ich meine doch nur die drei. Was? So, Leute, wir haben uns jetzt nicht abgestürzt. Alex hat auf die Map geschaut, Hofgarten scheint recht interessant zu sein. Ja, Hofgarten gehen wir. Besser als Bordeaux. Erstmal. Mal. Ja, aber jetzt was kann euch schon mal sagen, Ammonita, wir werden da noch oft gehen. Quapsel, Sterndubaldini, besser als Fliegen. Nebulak, Mozi, Tromato. Echt guter Spot gewesen. Oh mein Gott, ich hab heute ein Tromato geschluckt. Du könntest eigentlich nur empfehlen. Also früher, damals. Ich sag das wieder ehrlich. Halt mehr, damals waren wir echt oft dort. Viele krasse Sachen. Werdet ihr aber in den nächsten Folgen noch sehen. Ist es das? Sind wir jetzt da? Ja, das ist der Hofgarten. Das ist der Hofgarten? Wir sind jetzt am Hofgarten. Da hinten gibt's noch einen Park, oder? Ja, der Hypopark. Der Hypopark ist das. Was gibt's dort? Noch ein Nest. Ja, hier zwei Neste hier gleich also am Start. Auch viele Wasser-Pokémon. Dratinis spawnen hier. Ja, ich denke genau. Noch mal da weiter, dann kommt Tapador. Sehr viele Dratinis, Dratini-Spots. Drei, vier Dratini-Spots im so. Hofgarten. Also er spielt sich da rum, schon ab. Aber da sieht man auch wieder die Locken. Man kann auch hier mit Lockenduhlen arbeiten. Da sind auch wieder drei. Wobei jetzt einer davon der Arena geworden ist. Echt cool. Und wenn du Platz tot ist, dann kommt sie her, macht voll auf den Müll an. Also, ich war hier immer, bevor ich krass war, bevor ich Bordeauxplatz kannte. Von der Uni aus habe ich immer hier dauernd Module gesehen, dann bin ich mal hierher gegangen. Das war auch einer der Spots, wo immer Module an war. Da war ich noch nicht so krass, da kannte ich Bordeauxplatz noch nicht. Du bist
ist immer noch nicht krass, aber okay. Krasser als du. Krasser als du. Oh mein, oh mein Gott, was hältst du mich jetzt vor der Kamera? 2 Jahre später, ich pack denselben Diss aus. Und Anton. Drauf geht's. 2 Jahre später, ich pack denselben Diss aus. Schau mal, wenn wo Ding ist, wo Barisch ist. Vasili kommt wahrscheinlich auch gleich. Ja. Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Was? Schau mal auf mein Ding. Okay, was geht da ab, Mann? Das sind so 9 Pokémon. Das ist da vorne. Das ist einfach ein Cluster-Spawn. Ein Cluster-Spawn nennt sich das. Aber ihr müsst bedenken, damals war die Spawnrate viel, viel geringer. Wurde mit der Zeit immer erhöht. Also damals war sowas noch nicht die richtige Waffe. Weil für die meisten ist sowas immer noch heftig. Das ist meine geile Waffe gegen erstmal Tops. Oh mein Gott, die offizielle Challenge! Tops! Nochmal kurz, da ist eine kleine Info, wer Tops ist. Das war damals der krasseste Spieler in München. Wäre als erster Level 40 geworden. Gelb, natürlich. Also direkte Konkurrenz. Und ja. Was soll ich sagen? Keine Ahnung wieso, aber hier inoffiziell herausgefunden. Bullo, mach dein Handy ab! Hab ich mir als Konkurrenten genommen. 9 Pokémon auf einen Fleck, Mann. Was? Neue Pokémon? Neue Pokémon. Ja, Generationen sind schon da. Ich hab gewonnen. Unfassbar. Ich bin vor ihm Level 40 geworden. Aber nur weil er mit 39,5 auf einmal aufgehört hat. Aus dem Nichts hat aufgehört. Überdosis, zu viel gespielt, keine Ahnung. Einfach aufgehört mit 39,5, was schon sehr schade ist. Wie gesagt, er wäre der erste Level 40er geworden. Und ja, ich habe einfach weitergespielt und bin 6 Monate später Level 40 geworden. Er war auch der Erste, der einen Softband kassiert hat hier in München. Wir wussten nicht mal, was es ist. Er hat einfach einen Softband kassiert da im Oktober. Bisschen weiter links, da sind noch mehr. Der war schon echt heftig. Also ich habe durch technisches K.O. gewonnen, weil er aufgegeben hat. Was sehr schade ist. Man bei 39,5. Und das ist so früh, Mann, so früh. Ich bin mal Internet, Alex. Zu heftig. Ah ja, zurück zu der Folge. Ich bin mal Internet. Ah, du hast 10 GB noch. Ja, und du hast 10 GB? Ich hab nur noch einen. Ja, also. Also brauchst du nicht so viel. Ja, du, was? Und du? Ich brauch 11. Wofür? Wir sind hier im Hofgarten. Die Stimmung steigt, die Jungs freuen sich. Bodumfeld ist zwar tot, alle haben gelitten. Ja, wir sind gleich gekommen. Direkt 9 Pokémon gleichzeitig gespawnt. Das hört gar nicht auf, also. Das hört echt nicht auf. Ihr seht, es geht echt ab. Ihr seht es. Okay, so jeder Mensch regt sich über die Kagossos auf. Barisch will Kagosso Nest gehen. Ja, wir mit dann in 300 Stück machen. Ja, was ja, kriegst du dann? Nur ein Pokémon richtig selten. Ja, die kriegst du auch hier. Ja, aber was kriegst du dann? Die Medaille, die Medaille nur von. Nee, ist das so unfähig. Der Sammler, Mann. Das macht schon nicht alle Gold. Ist mir egal. Ja, das kommt automatisch. Komm, geh mal. Uneffektiv. So, ist er hochgegangen, ja. Wieder ein Carpador. Wieder saftige 8 Bonbons. Barisch will uns angeblich zum englischen Garten führen. Weil er krass ist, Content, aber. Ich weiß schon, was er vorhat, Mann. Dragosso Nest, Mann. Du sollst mich machen, ich geh wieder. Du sollst mich machen, mach ich geh wieder. Hier ist. Ja, ich auch mach mal, ich geh wieder. Die kann man mal ändern. Die legendäre linke Aktion. Mach mal, ciao. Da, Monita ist schon irgendwo. Schau mal. Nein, aber wir gehen da echt nicht. Das ist klar, was Monitas will ich auch noch. Monitas. Super saftig. Ja, halt damals richtig saftig. Ja, wir gehen schon in die richtige Richtung. Oh, leider kein mit Legacy Moves halt aufgehoben. Zumindest 8 Bonbons, echt super saftig. Ich bin zufrieden. 8 Bonbons ist viel zu heftig, Mann. Komm, geh mal zum nächsten. Hallo, fangst du am Ding und geh zum nächsten. Da hat die immer auf Trab. Ich hab grad Glumanda geschnupft. Saftige 21 Bonbons. Oh, ja. Ich glaube, weil Tati in meiner Nähe war, habe ich gut gezogen. Ja, Tati hat echt. Und sonst kommt nur Müll, aber dank Tati mit seinem Glück. Ich habe heute in mir auch schon Glumanda gekriegt aus dem Zeug. Glumanda damals gekriegt. Tati echt zu cursed. Vasili hat ein paar Eier. Ja, bitte kann man weglassen. Oh, Level 28. Oh, warte mal. Ah nein, noch 200 Meter. Oh mein, Gott. Oh mein Gott. Wieder einmal Fehlinformation von Vasili. Also, hey, ja. Nicht die erste. Nicht die erste auf diesem Kanal. Er dachte wohl, er schlüpft Tour Talk, aber... Tour Talk 15 Uhr. Hey, heute ist sogar Mittwoch. Mittwoch 15 Uhr. Ostern auf Tour Talk. 84. Entwickelt einen Pipi. Keine Ahnung, wieso 666. Genau jetzt. Aus dem Nichts. Timing von 1,4 irgendwas. Ich wollte selber 1,4 sagen. Ja, 1,4 irgendwas. 1,470. So wie meins. Ich hatte das gleiche, mit gleichen Werten. Neuer Eintrag, 1,417. Okay. Oh, 1,341. Pfund und Zauberschein. Für die ist gar nicht so schlecht. Wer Barisch sein Pipi entwickelt hat,
Ist mein Charakter wieder weitergelaufen? Direkt zum Ammonitas, also die Jungs hier laufen noch. Ammonitas, ich bin begeistert dort. Nicht wirklich, aber für damalige. Bargeschte Experte hat es als Ammonitas-Nest bestätigt. Ja, aber da brauche ich nicht, wegen dem muss ich hier nicht zum Olympiapark gehen, Mann. Das ist der erste Tag von dieser Halloween-Special-Aktion. Die Jungs flippen aus. Der eine will Dragossonest, der andere Bavare, Bisasam-Nest, der andere Pummelhof-Nest, der andere Bordeaux-Platz. Schauen wir mal. Ja, aber die andere Zeit. Ist irgendwo ein Vulpix in der Nähe. Vulpix haben wir auch. Der zeigt nicht sofort, wenn er dich hat. Wir zeigt nichts an, aber. Das Dragosso, geht zu Dragosso. So viel Tumult. Nein, geht zu mein Gott. Ich vertraue Tati. Mann, direkt zwei Vulpix. Okay, bei mir nur eins. Richtig saftig. Ja, was hab ich euch gesagt? Ich mach direkt zwei Vulnonos, Mann. Ein Vulnono, meine. Zwei Vulpix, Mann. Zwei? Ja. Wie wir uns über Vulpix freuen, oder? Aber schon nice. Auf jeden Fall nice. Alles nur ein Glück gerade. Alles, was ich viele Stahlpokémon. Aber nichts gegen sagen. Welche Stahlpokémon gibt es denn jetzt in der Magnetilo? Nur Magnetilo. Ich glaube, da bin ich voll. In Gen 1 nur Magnetilo. Ja, jetzt kamen hier die Eier von Vasili. Die mit Verzögerung gekommen sind, nur zwei. Ja, tut so, als wären es so fünf oder so gewesen. Ja, aber nicht, dass wir jetzt alle blauen nehmen und dann, ey, ich will noch die paar roten, so nein. Kann nicht gehen. Doch, oh, okay, das macht er mit Sicherheit. Ab, das macht er mit Sicherheit. Gell, okay, er macht doch so, wenn er macht, dann fällt er ja auch. Ich hab noch zwei Schellen von mir. Ich geb's ihm, wann ich möchte, wie ich möchte. Aber das trottet hier nicht. Irgendeine Schellen hat er wieder mal gehabt. Geht's jetzt lang? Die alles verloren hat. Wir gehen zurück zur Tram. Und dann? Wir fahren mit der Tram zum Auffahren. Kommst du mit? Gott, ja, und seht ihr, wie lange wir gezockt haben? Wir haben uns sogar Mittag getroffen. Ja, okay. Bis ich in die auch Dunkelheit gezockt. Oh mein Gott. Ich geh auf Arena, ja. Bis in die Dunkelheit. Und die machen noch weiter. Die machen noch Arena. Vergiss nicht meine 8 Spot-Idee. Es kommt. Es kommt. Auf jeden süchtig Fall. Wir waren. Bleibt dran. Auf dem Nachhauseweg noch ein Ammonitas. Ich glaube, ich bin nur noch alleine, oder? Auf jeden Fall ein Ammonitas-Nest. Wir sind immer noch auf dem Rückweg, aber es kommt immer noch ein Ammonitas. Wir sind immer noch auf dem Rückweg. Es ist das dritte jetzt gespawnt. Echt jetzt? Okay. Wahrscheinlich entwickle ich Amoroso in dieser Folge am Ende. Kannst du einen machen jetzt, was? Amoroso? Ja, ich habe sogar 71 jetzt. Echt jetzt? Von okay, 20 oder so auf 71 gespielt. Boah, dieses Halloween Special ist zu heftig, Mann. Ja, Mann. 8 Bonbons ist zu krass, Mann. Und Outro! Das war der erste Tag vom Halloween Special. Genau. War nicht schlecht. Bordeaux-Platz war jetzt nicht so toll, aber. Ramping up. Ihr seht, geändert, also alle sind gehypt. Wenn wir halt nochmal dort vorbeischauen. Ansonsten Hofgarten war echt gut. Überraschenderweise. Das so, nimmt das nur die Hälfte des Bildschirms auf. Haben wir auch überraschenderweise ein Ammonitas-Nest entdeckt. Also, das war eigentlich nirgendwo so, angegeben, dass es ein Ammonitas-Nest ist. Was nicht schlecht ist, weil jetzt kann ich meinen Amoroso wird entwickelt. Die anderen Jungs auch. Also nur Tati hatte schon sein. Tati hat eh alles gehabt. Ansonsten war es das auch schon von uns wieder. Wie immer. Ja. Checkt unsere anderen Halloween Jungs Event. Ab. Checkt unsere erste Event ab und richtig krass. Schreibt unten in die Kommentare, wo seitdem gibt es eigentlich immer ein Event. Und natürlich auch, wie aber ihr das Halloween Special findet. Wie uns damals was ihr da so haben. Besonderes macht. Das ist mein erstes Amoroso. Warte, das war's von uns wieder. Ich wollte gerade sehen, welcher Tag es kommt. Serious Business. Genau so ist es. Pokémon ist serious business und keine Ahnung, wieso der Bildschirm sich so verschoben hat. Aber danke fürs Vorbeischauen, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unten in die Kommentare, ob ihr euch noch an das Halloween-Event, also das erste 2016, erinnert und was das für eine geile Zeit war. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.